Es wurde viel über Abraham Lincoln geredet. Aber der Präsident, den wir heute bräuchten, ist nicht etwa Abraham Lincoln, sondern Thomas Jefferson. Er sagte, in jeder Generation sei eine Revolution nötig. Thomas Jefferson sagte, dass man, um die Vitalität der Freiheit zu erhalten, bereit sein muss, sie zu verteidigen, indem man nur die nicht mehr gültigen Meinungen und Gedanken, die man im Gedächtnis behalten hat, umstürzt. Wir sind faul geworden. Eine Revolution in unserem Denken ist schon längst überfällig. Ich spreche nicht von Gewalt und Blutvergießen, obwohl dies leider bereits passiert. Ich spreche von der vielleicht schwierigsten Art der Revolution, die in Geist und Seele der Menschen stattfinden muss. Von der Fähigkeit, alles einzureißen, wegzuwerfen und mit einem weißen Blatt Papier neu anzufangen und zu sagen, wie lösen wir das Problem? Können Sie ein bisschen erzählen? Wer sind Sie? Aus diesem Plan wird vielleicht einzig Gott schlau. Ich versuche das schon seit langem nicht mehr zu verstehen. Meine Familie war eng mit den amerikanischen Geheimdiensten verbunden. Meine Mutter war während des Zweiten Weltkriegs Kryptoanalystin bei der Nationalen Sicherheitsbehörde der US Army. Die Ergebnisse ihrer Arbeit gingen direkt an Präsident Roosevelt, den Kriegsminister Stimson und den Außenminister Cordell Hull. Mein Vater war Pilot bei der Air Force und arbeitete über CIA und Air Force-Verträge für Martin Marietta an der Titan 3C, die die Keyhole-Spionagesatelliten der CIA aussetzte. Während meines Praktikums beim LA Police Department wurde ich zum Chef zitiert, weil man herausfand, dass ich angeblich Q-Clearance, also Zugang zu Verschlusssachen hatte. Zu Hause bestätigte mein Vater dies mit der Begründung, dass ich sein Sohn sei und er seine Aktentasche offen lassen könnte. Aber Q war noch oberhalb von Top Secret eingestuft. Ich war Student an der University of California und Republikaner, dem weder der Vietnamkrieg noch die Regierung gefiel und der naiv dachte, man müsse nur in das System eindringen, um es von innen zu verändern. Ich wurde Polizist in Los Angeles und arbeitete im South Central, dem gefährlichen Süden der Stadt. Als die CIA versuchte, mich inoffiziell für eine Operation zu rekrutieren, bei der sie 1976-77 Drogen ins Land schmuggelte. Darin wollte ich nicht verwickelt werden. Ich dachte, das müsse ein Einzelfall von Korruption sein, etwas, das sofort korrigiert werden würde. Das war natürlich ein Fehler. Im Grunde zerbrach mein Leben durch den Verrat einer Frau, die für die CIA arbeitete, meine Verlobte. Da ich mit Drogen nichts zu tun haben wollte, verschwand sie und auf mich wurde geschossen. Dann ging es nur noch ums Überleben. Die Mittel, mit denen ich mich damals zu retten versuchte, waren Briefe an das amerikanische Repräsentantenhaus, öffentliche Äußerungen, Veröffentlichung von Zeitungsartikeln. Das waren Überlebenstaktiken. Ich lernte daraus aber auch Zusammenhänge zu verstehen. Ich war sozusagen ein Kartograf, der draußen versucht hat, aufzuzeichnen, wie die Welt wirklich funktionierte, im Gegensatz zu dem, was man uns weismachte. Unsere Karte hat sich über 10 Jahre als erschreckend genau erwiesen, ob es nun um den Goldpreis, geopolitische Entwicklungen oder Wirtschaftsereignisse ging. Mich erstaunt nur die Geschwindigkeit, mit der alles zusammenbricht. Und diese Botschaft ist jetzt das einzig Wichtige in meinem Leben. Außer vielleicht Rock'n'Roll, gute Musik, mein Hund und lange Strandspaziergänge. Rex, komm her. Komm her, Rex, komm. Auf Energieprobleme wurde ich erstmals Ende 2001 aufmerksam, 1-2 Monate nach den Anschlägen des 11. September.
Der hochintelligente Geologe Dale Allen Pfeiffer wandte sich an mich und stellte mir das Konzept des globalen Ölfördermaximums, Peak Oil und andere Grundlagen in Sachen Energie vor, wodurch ich begriff, dass es bereits 2001 nicht nur eine Menge Beweise dafür gab, dass Peak Oil schon erreicht war, sondern dass dies auch von Regierungsbehörden als realistisch eingeschätzt wurde. Alle Kunststoffe, die meisten Farben und alle Pestizide werden aus Öl hergestellt. Selbst Zahnpasta und Zahnbürsten werden aus Öl hergestellt. In jedem Autoreifen stecken 7 Gallonen Öl. Es gibt keinen Stoff, absolut gar nichts, der dieses Gebäude aus fossiler Energie ersetzen könnte. Nichts. Peak Oil lässt sich heute wesentlich leichter erläutern als noch früher. Die Menschen wissen, was 147 US-Dollar pro Barrel Öl bedeuten. Im Grunde entspricht Peak Oil einer Gauss-Kurve, rauf und wieder runter. Das Fördermaximum liegt oben am Scheitelpunkt der Kurve. Das bedeutet, dass bereits die Hälfte der Ölressourcen verbraucht wurde. Weder bei Öl noch bei einer anderen Substanz kann, egal wie viel Geld man auch hineinsteckt, die Fördermenge nach Erreichen des Scheitelpunkts gesteigert werden. As of 2008 gab die Internationale Energieagentur zu, dass die Ölproduktion global um 9% zurückging. Das entspricht etwa 8 Millionen Barrel pro Tag. Da die niedrig hängenden Früchte bereits gepflückt und alle großen Ölreserven gefunden wurden, besteht keine Möglichkeit, den Rückgang von 9% auszugleichen. Aus Sicht des Kriminalbeamten würde ich versuchen, die vielschichtigen Aspekte eines Falls zusammenzufügen. Das heißt, Motiv, Gelegenheit und so weiter, um zu verstehen, durch welche Kräfte Ereignisse vorangetrieben werden. Das Konzept Peak Oil verbindet nun mit erstaunlich scharfer Präzision alles zu einem harmonischen, sinnvollen Ganzen. Unsere Wirtschaft läuft mit Öl, und zwar 20 Millionen Barrel pro Tag. Als die Bush-Administration 2001 an die Regierung kam, wurde eine Projektgruppe zur nationalen Energiepolitik gegründet und der alleinigen, persönlichen und uneingeschränkten Kontrolle des Vizepräsidenten Dick Cheney unterstellt. Sämtliche Akten und Protokolle wurden geheim gehalten. 7 Seiten wurden aufgrund 2 Gerichtsverfahren veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Arbeitsgruppe wissen wollte, wie viel Öl es gibt, wo es ist und wem es gehört. Sie wussten schon lange, dass dieser Kollaps, dieser Crash kommen würde. Wer waren Sie? Wer war daran beteiligt und was haben Sie getan? Wenn man irgendwo Öl vermutet, wird als allererstes eine Probebohrung gemacht. Um diese Probebohrung herum werden eine Reihe weiterer Bohrungen gemacht, um die Größe des Ölfeldes zu ermitteln. Man erfährt nicht, wie tief es ist, wie viel und was für Öl man daraus fördern wird. Es gibt unterschiedliche Ölsorten, darunter einige mit sehr hohen Raffineriekosten. Von alledem hängt ab, wie lange es dauert, bis man produzieren kann. Wie viel Energie bekommt man für wie viel investierte Energie? Als das Öl aus dem Boden von Pennsylvania sickerte, lag der Ertrag bei rund 200 zu 1. Wenn man Offshore-Bohrungen in 5000 Metern unter der Meeresoberfläche macht und allein die erste Bohrung 150 Millionen Dollar kostet, ist das alles Energie, die zur Energiegewinnung investiert wird. Und wenn man pro Barrel Öl mehr Energie hineinsteckt, als man herausbekommt, kann man es vergessen. In den vergangenen 120 Jahren wurde die Erde gründlich erforscht. Neue, größere Ölfunde gibt es nicht mehr. Tatsächlich wurde seit Ghawar, dem größten Feld in Saudi-Arabien, nie mehr ein größeres Ölfeld entdeckt. Saudi-Arabien besitzt 25% der bekannten Ölreserven weltweit. 25%. Warum beginnt Saudi-Arabien trotz Reserven an Land bereits massiv mit Offshore-Bohrungen? Wenn Offshore-Bohrungen 5 bis 50 Mal teurer sind als Bohrungen an Land, weiß Saudi-Arabien womöglich, dass es keine Ölfunde mehr machen wird?
Wenn Saudi-Arabien sein Ölfördermaximum überschritten hat, muss allein aufgrund der Größe der Reserven auch das globale Maximum überschritten sein. Irak bedeutet leicht zugängliches Öl in der Nähe des Persischen Golfs und damit in der Nähe der Schiffe. Über die Pipelines kann das Öl direkt in den globalen Versorgungsstrom eingespeist und die Produktion außerdem noch gesteigert werden. Beim Irak ging es immer nur ums Öl. Das wurde schon sehr bald zugegeben. 11 Tage nach dem 11. September, als es keinen handfesten Beweis gab, dass Saddam Hussein etwas mit den Anschlägen zu tun hatte, wurden bereits Pläne für den Einmarsch in den Irak geschmiedet. Das war das Ziel, dieses Öl zu kontrollieren. Denn Saddam Hussein wollte sein Öl in Euro vom Dollar abgekoppelt handeln. Wir sind eingefallen, haben alles umstrukturiert, eine pro-amerikanische Regierung eingesetzt, die den Dollar verwendet und den Ölkonzernen ihren, in Anführungsstrichen, fairen Zugang und fairen Anteil am irakischen Öl zugesichert. Wir haben gar nicht die Absicht, den Irak zu verlassen. Niemals. 2004 haben wir begonnen, die drei größten permanenten Militärbasen und das größte Botschaftsgelände weltweit zu bauen. Dieses Botschaftsgelände in Bagdad ist größer als die Vatikanstadt. Das ist nichts Provisorisches. Niemand wird das Öl nehmen, denn wir sitzen drauf. Im Irak gibt es nicht genügend Öl, um etwas zu verändern. Der Irak hat etwa 90 Milliarden Barrel förderbares Öl. Das hört sich viel an. Bedenkt man aber, dass 2008 weltweit 85 Millionen Barrel am Tag verbraucht wurden, dann reicht eine Milliarde Barrel gerade mal für 11,5 Tage. So viel ist das also nicht. Eines der positiven Dinge, die in den Irak kommen, dank des Öls. Das war alles bekannt. Das wurde im Bericht der Projektgruppe zur nationalen Energiepolitik als geheim eingestuft. Wäre der Bericht veröffentlicht worden, kämen Dick Cheney und die anderen aus der Regierung gleich morgen an den Galgen. Nur mal angenommen, es gäbe in der Arktis 600 Milliarden Barrel Öl. Dann läge es aber immer noch unter der Polarkappe. Das ist ein Problem. Die arktische Eiskappe liegt auf 3 bis 4.500 Meter tiefem Wasser. Die Polarkappe treibt also, sie bewegt sich. Die Wahrscheinlichkeit, dass das am Dienstag gebohrte Bohrloch am Donnerstag noch an derselben Stelle ist, ist gering. Deshalb bejubeln konservative Thinktanks und Ölkonzerne das Abschmelzen der Polarkappen geradezu. Im ANWR sind bis zu 1 Million Barrel Öl verborgen. Das im Arctic National Wildlife Refuge vermutete Öl würde den USA nur 6 Monate lang reichen. Es gibt keine Pipeline durch die 1.500 Kilometer Tundra. Da diese, abgesehen davon, durch die Erderwärmung schmilzt und sich in Schlamm verwandelt, kann auch keine Pipeline gebaut werden. Es gibt keine Tankerrouten. Die Bohrlöcher sind nicht gebohrt und dennoch rechnen wir für die Zukunft mit diesem Öl, als wäre es bereits verfügbar. Diese Lügen müssen sofort aufhören. Wir brauchen endlich Transparenz darüber, wie viel Öl tatsächlich noch vorhanden ist. Denn wir wissen es nicht. Öl ist ein Rohstoff, ein Gut. Man spekuliert mit etwas unter dem Boden. Deshalb die verschiedenen Bilanzierungsbegriffe. Mögliche, erwiesene, förderbare, gesicherte oder geschätzte Reserven. Aber faktisch bleiben die Schätzungen ein Staatsgeheimnis. Die Saudis würden sich hüten zuzugeben, dass sie ihren Peak Oil bereits erreicht haben. Bei einer solchen Information würde die leicht nervöse Bevölkerung, der zudem ein wachsender Lebensstandard versprochen wurde, für eine Revolution sorgen. Und im Falle einer Revolution in Saudi-Arabien könnte sein Öl, immerhin ein Viertel der weltweit bekannten Reserven, nicht ersetzt werden. Ein Problem, so komplex wie die Situation. Wenn wir nicht jetzt beginnen, haben wir in wenigen Jahren kein Öl mehr. Bei der Suche nach Archivbildmaterial für diesen Film stieß ich auf mindestens 10 Beispiele von Leuten. Stieß ich auf mindestens 10 Beispiele von Leuten aus den späten 70ern,
die über das Ende der Ölreserven, das Ende einer Lebensweise und eine bevorstehende neue Ära sprachen. Diese Situation hält an. Die Leute, die sich dieses Filmmaterial anschauen, halten es sicher für alarmierend, dass wir diesen Lebensstil noch weitere 30 bis 35 Jahre fortgeführt haben. Sehen Sie Parallelen zwischen damals und heute? Die 70er waren ein kritisches Jahrzehnt. Marion King Hubbard, auf den die Hubbard-Kurve und das Peak-Oil-Konzept zurückgehen, hatte die Spitze der amerikanischen Ölproduktion bereits 1949 für das Jahr 1970 errechnet. Das ist also nicht etwa eine Prophezeiung von Nostradamus, sondern Mathematik, Wissenschaft, schlicht und einfach. Hubbard hat dies 1974 vor dem Kongress ausgesagt. Und 1976 hat Präsident Jimmy Carter gesagt, wir können nicht mehr so viel Energie verbrauchen wie bisher. Energie effizienter nutzen. Damals kamen Solarzellen auf. Da wusste er es. Da wusste Washington Bescheid. Ich habe auf meiner Website freigegebene CIA-Dokumente von 1976 veröffentlicht, die beweisen, dass die CIA über Peak Oil Bescheid wusste. Damals, als noch alles rosig erschien, als alle Jobs, Urlaub, Dispos und Kreditkarten hatten und alle vom Wachstum, vom Kaufen und vom Konsum redeten, damals, als alles zu funktionieren schien, da hat man uns als Panikmacher verschrien. In der Welt leben wir aber nicht mehr. Die Amerikaner besitzen Millionen von Autos. Die 800 Millionen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auf der Erde brauchen alle Öl. Bereits für die Herstellung dieser Autos und Motoren bedarf es Unmengen von Öl. Und in diese Verbrennungsmotoren lassen sich nicht einfach neue Technologien einbauen. Bei einem Bedarf von 7 Gallonen Öl allein pro Reifen reicht das Öl nicht einmal mehr für weitere 800 Millionen Verbrennungsfahrzeuge. Ethanol ist der absolute Witz. Der brillante Wissenschaftler David Pimentel wandte das Nettoenergiekonzept an, also das Verhältnis von gewonnener zu investierter Energie, und kam vor rund 10 Jahren zu dem Ergebnis, dass man zur Herstellung von Ethanol mehr Energie benötigt, als durch seine Verbrennung entsteht. Ein vollkommener Blödsinn. Allein zum Anbau der Pflanzen verbrennt man eine Menge Erdöl und Erdgas, da man motorbetriebene Fahrzeuge einsetzen, bewässern und düngen muss. Zur Destillation werden noch mehr Chemikalien und Energie benötigt, bis am Ende endlich Autotreibstoff herauskommt. Die Bush-Regierung hatte das ehrgeizige Ziel verkündet, dass bis zum Jahre 2015 15% des Treibstoffs aus Ethanol bestehen solle. Dass dafür das gesamte Ackerland für den Maisanbau benötigt würde, haben sie leider vergessen zu erwähnen. Kanadischer Teersand ist ölhaltig. Das ist eine sehr zähe, klebrige, widerliche, mit Sand vermischte Substanz, die in Schichten zwischen 50 und 150 Metern unter der Erdoberfläche im Bundesstaat Alberta vorkommt. Täglich werden davon tausende Tonnen im Tagbau gewonnen. Die werden auf gigantischen, dieselschluckenden LKWs zum Waschen abtransportiert. Dafür werden Milliarden von Gallonen Süßwasser, das es wirklich nicht überall im Überfluss gibt, mit Erdgas erhitzt. Es ist völlig unmöglich, aus der kanadischen Teersandproduktion mehr als 3,5 Millionen Barrel pro Tag zu gewinnen. Und dann kommen die schlichten Gemüter und sagen, und was ist mit Wasserstoff oder Elektroautos? Die muss ich an die Tatsache erinnern, dass in jedem Reifen 7 Gallonen Öl stecken, tausende von Gallonen Öl in jedem Auto, in Plastik, Farben, Kunstharzen. Für die Herstellung, den Transport, das Erhitzen des Metalls, für alles wird Öl benötigt. Es wird nie 800 Millionen Elektroautos geben. Außerdem ist Strom keine Energiequelle. Strom entsteht durch Verbrennen oder Nutzen anderer Energiequellen.
Elektrizität ist der Schlüssel zur industriellen Zivilisation. Sie treibt Kühlsysteme gleichermaßen an wie die Pumpen, die täglich aus New Yorks U-Bahnen das Wasser pumpen. Sie ermöglicht elektronische Kommunikation. Wir können Handy-Akkus laden, Lebensmittel haltbar machen oder Operationssäle betreiben. Apropos alternative Energien. Saubere Kohle gibt es nicht und wird es niemals geben. Warum? Kohlenstoffbindung ist immens teuer. Im Wesentlichen werden dabei CO2 und andere Treibhausgase, die beim Verbrennen der Kohle emittiert werden, eingefangen, mit enormen Mengen an Energie komprimiert, über gigantische Strecken transportiert und in unterirdische, luftdichte Kammern gepumpt, bis irgendjemand herausgefunden hat, was man mit den Treibhausgasen in 10.000, 15.000 Jahren anstellen könnte. Kernspaltung benötigt 10 bis 15 Jahre Vorlaufzeit, bis sämtliche Genehmigungen eingeholt und Vorschriften eingehalten sind. Allein der Bau der Kernkraftwerke zählt zu den energieintensivsten Prozessen überhaupt. Stahl, Bleibehälter, Urananreicherung, das ist alles extrem kostenintensiv. Man wirft da nicht einfach oben einen Uranbrocken hinein und unten kommt Kernenergie heraus, so läuft das nicht. Das Hauptproblem der Gezeitenenergie ist, dass sie nur in Küstennähe erzeugt werden kann. Salzwasser ist stark korrosiv und die Herstellung der Turbinen ist mit extremen Energiekosten verbunden. Es gibt nur zwei Arten alternativer Energie, die einen unmittelbaren Effekt, einen unmittelbaren Nutzen haben. Auch gigantische Windparkprojekte wie diese in Texas, Oklahoma oder Colorado bergen Probleme. Energie sollte idealerweise dort genutzt werden, wo sie hergestellt wird. Natürlich kann sie über lange Distanzen übertragen werden, dabei wird aber der Energieverbrauch der Transformatoren, die Unmengen an Kupfer in Hochspannungsleitungen und die Wartungskosten des Stromnetzes vergessen. Es gibt besonders lächerliche Werbespots, die 150 Kilometer lange Solaranlagen in der Wüste anpreisen. Aber was nutzt der Strom in der Wüste? Dort wird er nicht gebraucht, sondern ganz woanders. Wenn jetzt jemand diesen Film sieht und sie nicht kennt, ist er sicher neugierig, was sie für Qualifikationen haben, woher sie Kenntnis dieser Informationen haben. Understanding this information. I have a bachelor's degree. Ich habe 1973 an der University of California den Bachelor in Politikwissenschaften mit Auszeichnung gemacht. Im Anschluss habe ich an der Polizeiakademie in Los Angeles den Abschluss als Jahrgangsbester gemacht. Die Polizei schickte mich auf die Schule der Drogenbekämpfungsbehörde, DEA. Ich habe 30 Jahre Berufserfahrung als investigativer Journalist, habe Skandale von nationalem Ausmaß aufgedeckt. Natürlich habe ich viele Kongressabgeordnete kennengelernt. Ich habe lange versucht, vor dem Kongress auszusagen, aber es tatsächlich nie getan. Ich habe auf Anfrage des Sonderausschusses des Senats für Nachrichtendienste eine schriftliche Aussage eingereicht, woraufhin ich aber nie eingeladen wurde, vor dem Senat auszusagen. Ich habe zwei Bücher geschrieben, wovon eines in der Bibliothek der Harvard Business School steht. Ich habe an Universitäten in und außerhalb der USA gelehrt. Die Leute wundern sich vielleicht, wieso ein Kerl, der bloß einen Bachelor hat, diesen ganzen Mist weiß. Nun, es ist das Ergebnis eines 30-jährigen Lernprozesses, wie man Massenmedien filtern und lesen muss. Auf diese Weise findet man Informationen aus aller Welt, die tatsächlich relevant sind, aber nicht in den Headlines auftauchen. Doch Entscheidungsträger wissen, wo sie diese Informationen finden und wie sie sie zusammenfügen müssen, um ein sinnvolles Ganzes zu bekommen.
Alle Pflanzen beziehen ihre Nährstoffe aus dem Boden. Doch wenn man dem Boden alle Nährstoffe entzieht, ist er auf die Dauer unbrauchbar. Früher konnte sich der Boden immer wieder regenerieren und wurde mit Nährstoffen angereichert, weil man die Pflanzen verrotten und kompostieren ließ. Deshalb ist Fruchtwechsel so wichtig. Eine Kulturpflanze, Sellerie zum Beispiel, mag dem Boden einen ganz bestimmten Nährstoff entziehen, während eine andere Kulturpflanze, etwa Weizen, dem Boden genau diesen Nährstoff wieder zurückführt. So herrscht ein Gleichgewicht. Schade ist, dass sich die Spezies Mensch so von der Erde entfremdet hat. Wir haben keine echte Beziehung mehr zum Boden. Wir haben kein Gefühl mehr für seine Funktionen, Eigenschaften, Phasen und Rhythmen. Der Mutterboden, auf dem wir heute unsere Nahrungsmittel anbauen, ist nichts anderes als ein Schwamm, der den Kunstdünger, den wir mit Hilfe von Öl und Erdgas herstellen, aufsaugt. Ohne den Kunstdünger ist der Boden völlig nutzlos. Wenn man nun eine Kulturpflanze anbaut, fährt man zum Pflügen und Säen mit riesigen kraftstoffbetriebenen Fahrzeugen über die Felder. Dann muss bewässert werden. Bewässerungsanlagen werden mit Strom betrieben. Und wo kommt der Strom her? In den USA aus Kohle oder Erdgas. Als nächstes wird gedüngt. Alle kommerziellen Dünger werden aus Ammoniak hergestellt und dessen Ausgangsmaterial ist wiederum Erdgas. Der Ammoniumnitratdünger wird auch wieder mit Hilfe eines kraftstoffbetriebenen Fahrzeugs gespritzt. Schließlich kommen die ebenfalls kraftstoffbetriebenen Spritzflugzeuge, die Pestizide spritzen, die alle aus Erdöl hergestellt werden. Irgendwann kommt die Erntezeit und wieder kommt ein kraftstoffbetriebenes Fahrzeug zum Einsatz. Anschließend wird das Produkt zur Weiterverarbeitung per Diesel-LKW abtransportiert. Dann wird es in Plastik verpackt, auch Öl, und wieder per LKW x Kilometer zum Großhandel und von dort mit einem letzten LKW zum Supermarkt gefahren. Lebensmittelherstellung, Verarbeitung und Distribution ist heute sehr kohlenwasserstoffenergieintensiv, was völlig sinnlos erscheint. Warum haben wir Erdbeeren aus Chile und Spinat aus China? Warum schippern wir Sardellen um die halbe Welt, um sie dann in Dosen und Büchsen zu verpacken? In jeder Kalorie Essen, die in den Industrieländern konsumiert wird, stecken 10 Kalorien Kohlenwasserstoffenergie. Dreimal in meinem Leben habe ich versucht, davonzulaufen. Die Augen zu verschließen vor all diesen Dingen, die so sinnlos, so wahnsinnig, so falsch erscheinen. Und etliche Leute haben mich dazu gedrängt. Doch immer wenn ich meinem Weg entfliehen wollte, wurde mir unausweichlich alles andere im Leben genommen, sodass dieser Weg der einzige war, was mir blieb. Ich hatte keine Wahl. Und ja, Wut und Verbitterung stauen sich an, wenn man so viel Korruption, Unehrlichkeit, Gesetzwidrigkeit, Mord und Verrat von Leuten, die vorgeben, etwas anderes zu sein, sieht und dokumentiert. Ungefähr 1993 habe ich den Punkt erreicht, als ich vom Mord am Marine Colonel Jim Sabo am Marinestützpunkt El Toro erfahren habe. Als Chef der Luftoperationen hat er die CIA auf seiner Basis mit 2.000-3.000 Kilo Kokain an Bord erwischt. Plötzlich war er tot. An dem Punkt habe ich meinen eigenen Rubikon überschritten und es gab kein Zurück mehr. Ich wusste, wo immer der Weg hinführte, ich musste ihm folgen. In den 80ern begann ich als freier Journalist. Ich war nicht unbegabt, hatte bereits einiges veröffentlicht und merkte, dass das meine Berufung war. Ich habe über 109 mysteriöse Todesfälle oder Selbstmorde
Ich habe über 109 mysteriöse Todesfälle oder Selbstmorde beim US-Militär in relativ kurzer Zeit geschrieben und fand heraus, dass die meisten irgendwie mit verdeckten Operationen in Verbindung standen. Der nächste Schritt kam 1996 nach meiner Konfrontation mit CIA-Chef John Deutsch an der Locke High School. Ich erinnere mich, ihm etwas gesagt zu haben wie, ich bin ehemaliger Drogenfahnder der Polizei in Los Angeles und war im South Central im Einsatz und ich versichere Ihnen klipp und klar, dass die CIA in diesem Land lange Zeit mit Drogen gehandelt hat. Der Saal war außer Rand und Band. Ich sagte, dass die CIA 18 Jahre lang mit Drogen handelte. Auf mich wurde deswegen geschossen. Ich wurde gezwungen, die Polizei zu verlassen und für verrückt erklärt. Wenn Sie im Laufe der Ermittlungen der internen Aufsichtsbehörde und durch Fred Hinsons Arbeit auf Beweise für gravierende kriminelle Handlungen stoßen, werden Sie dem amerikanischen Volk dann die Wahrheit sagen. Wir werden die Leute vor Gericht bringen und sie zur Verantwortung ziehen. Und wie so oft war von Gerechtigkeit keine Spur. Es wurde kleingeredet und verschwiegen und es gab einige sehr mysteriöse Todesfälle. Der Abgeordnete Julian Dixon, der auf dieser Konferenz war, bekam urplötzlich einen Herzinfarkt. Das war der Auslöser für meine erste Ausgabe meines Newsletters From the Wilderness im Mai 1998. Ich habe mich hingesetzt und habe 8 Seiten runtergeschrieben. Die habe ich 68 Leuten gemailt. Im Laufe der nächsten 8,5 Jahre wurde From the Wilderness bereits von 60 Abgeordneten, Universitätsprofessoren aus der ganzen Welt und Regierungsbeamten abonniert. Eine erste Enthüllung nach der CIA-Drogengeschichte war, dass der CNN im sogenannten Tailwind-Skandal 1998 unverblümt gelogen hat. Die CNN-Reporterin April Oliver berichtete, dass die CIA im Vietnamkrieg von Henry Kissinger genehmigt Sarin einsetzte. 4 Piloten warfen das Kampfgas ab. Ungeachtet dessen, was das Pentagon sagte. CNN ruderte zurück, Kissinger rief an, Oliver wurde gefeuert. Die 7-teilige Enthüllungsserie über Pat Tillman, die ich in meinem Newsletter veröffentlichte, brachte schließlich 9 Beamte zu Fall. Sie wurden diszipliniert. Die Regierung hat ihre grundlegendste Verantwortung verletzt. Und dann meine wirtschaftlichen Vorhersagen damals. Wir hatten so recht. Die Probleme sind verschwindend angesichts des größten Wirtschaftszusammenbruchs aller Zeiten, den wir zu erwarten haben. 2006 haben wir gewarnt, raus aus den Schulden, Hypotheken sorgfältig prüfen, besonders die mit variablem Zinssatz, in Gold investieren, Schulden auf ein Minimum runterfahren, Finger weg von Finanzierungen und Kreditkartenbelastungen. Wir haben eine ganze Reihe von Warnungen herausgegeben. Wer kennt überhaupt den Handel mit durch Hypotheken gesicherten Wertpapieren? Offene Wertpapierfonds, aber alles Hypotheken? Die Bücher sind so frisiert wie die von Enron. 11, 12 Tage nach unserer Wirtschaftswarnung, noch während der Veröffentlichung unserer Tillman-Serie, wurde in unsere Büros eingebrochen und alle 7 Computer zerstört. Daraufhin folgte eine ganze Kette von Ereignissen, die schlussendlich gut ausgingen. Denn ich musste mich weiterentwickeln und das habe ich auch seitdem. Danach schloss sich eine Periode jahrelanger mutwilliger Sabotageversuche meiner Arbeiten an, wovon 4 mit dem FBI in Verbindung standen. Ich hatte veröffentlicht, dass ich in den Ruhestand ging, offiziell in den Ruhestand ging. Damals war das aber meinem Empfinden nach auch eine sehr ernst gemeinte und ehrliche Aussage. Ich wusste nicht, dass ich zurückkommen würde, dass da noch einmal ein Atemhauch in mir aufkommen würde. Andererseits wollte ich genau dieses Bild nach außen verbreiten, allein um den Druck von mir zu nehmen. Zumindest bis Bush und Cheney aus dem Weißen Haus verschwunden waren, denn von denen kam der Druck. Von Ihnen persönlich? Von Ihrer Regierung oder von den Leuten an der Spitze der CIA oder des FBI? Von wem kam der Druck? Ich bin mir absolut sicher, dass Richard Cheney und Donald Rumsfeld ein sehr starkes persönliches Interesse an mir und den Veröffentlichungen meines Newsletters während all der Jahre der Bush-Regierung hatten. So deutlich kann ich das sagen.
Es gab einmal einen gewissen Karl von Clausewitz, der sagte, der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Politik ist eine bloße Fortsetzung der Wirtschaft mit anderen Mitteln. Um die ganze Schweinerei zu verstehen, muss man einen Begriff aus der Finanzwelt kennen, der aber einfach zu verstehen ist, die sogenannten Derivate. Ein Derivat ist jedes Finanzinstrument, dessen Wert vom Wert eines anderen materiellen Gutes abgeleitet ist. Mit anderen Worten, eine Kornähre oder ein Barrel Öl haben einen Wert. Man kann ein Haus mit einer Hypothek haben, kein Problem. Wenn man nun durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere zu Paketen bündelt, dann sind das Derivate. Zu Beginn der Finanzkrise, etwa im September 2008, gab es, wenn man alle Papiere zusammenzählt, Derivate mit einem nominellen Wert von 700 Billionen Dollar. Wollte man die alle auszahlen, bräuchte man 700 Billionen Dollar in bar. So viel Geld gibt es natürlich nicht. Bei all den Hedge-Geschäften, Derivaten, Puts und Calls, die auch wieder Derivate sind, hatte man sich nur darum gekümmert, dass die minimalen Kreditkartenraten bezahlt wurden. Um die 700 Billionen Dollar nominell bewerteter Derivate zu bedienen, musste allmonatlich eine bestimmte Geldmenge in bar bezahlt werden. Und Gott bewahre, dass nicht alle gleichzeitig fällig würden. Mit den Rettungsaktionen, die sich in den USA mittlerweile, zählt man alle zusammen, auf rund 11 Billionen Dollar belaufen, wird nun die 700 Billionen Derivate Warteblase mit vollen Händen aus dem Fenster geworfen. Die Leute, die das monetäre Paradigma, das Wirtschaftsparadigma seit der Erfindung des Geldes lenkten, wollten es mystifizieren und alle in dem Glauben lassen, dass nur ein paar Experten den Hokuspokus um das heilige Geld verstünden. Es gibt nur drei Dinge, die jeder wissen muss, wie Geld heute in der Welt funktioniert. Erstens, das Fiat-Geld. Was ist Geld? Wenn ich aus meiner Brieftasche einen Schein nehme, hier nehme ich einen Geldschein heraus, 20 Dollar. Kann ich den essen, zusammenrollen und kauen? Bekomme ich davon Kalorien und Vitamine? Nein. Ich kann ihn zusammenknüllen und in den Benzintank stecken. Fährt das Auto damit? Nein. Eher verstopfen die Einspritzventile. Das ist nur ein Symbol. Es hat nichts zu bedeuten. Es ist Fiat-Geld. Es ist wie aus heißer Luft geschaffen, nur weil jemand eine Druckerpresse angeworfen hat. Sonst nichts. Vor dem großen Bevölkerungswachstum, dessen Ursache die aufkommende Ölproduktion war, fand auch im Geldsystem eine Revolution statt. Es gab Zeiten, da bedeutete ein Pfund Sterling Silber. Es gab nur so viel Pfund Sterling wie Silber. Man konnte Silber nicht drucken, es war eine reale Wertsache. Man kann nicht mehr Geld drucken, als Energie zur Deckung vorhanden ist, ganz einfach. Wir haben also Fiat-Geld, außerdem das sogenannte Mindestreservenbankwesen. Wenn Sie bei mir 10 Dollar einzahlen würden, könnte ich Darlehen in Höhe von 90 Dollar ausbezahlen, nur weil ich diese 10 Dollar in meiner Schublade habe. Weil man fest mit der Annahme rechnet, dass nicht alle gleichzeitig ihr Guthaben ausbezahlt haben wollen. Das wäre ein Sturm auf die Bank. Die Kalkulationen beruhen also auf Wahrscheinlichkeit, fast wie in Las Vegas im Spielsalon. Unter normalen Bedingungen wird von einer geringen Wahrscheinlichkeit ausgegangen. Wenn ich jetzt also auf der Grundlage der 10 Dollar Bankeinlage 100 Dollar Darlehen vergebe, schaffe ich aus dem Nichts mehr Geld. Das bedeutet, dass derjenige, wer auch immer den Kredit bekommt, um ihn wieder zurückzubezahlen, der Bank noch mehr bezahlen muss, damit die Bank noch mehr Geld schöpfen kann. Ich glaube, dass ich zu Zeiten der Wirtschaftskrise in den USA mit ziemlicher Sicherheit behaupten kann, dass jeder versteht, wie Zinseszins funktioniert.
Je höher der Zinssatz auf der Kreditkarte, es gibt Leute, die haben 20-25% effektiven Jahreszins, umso mehr Geld wird geschöpft, wenn sie nicht jeden Monat bar bezahlen. Was ich eben beschrieben habe, ist ein Schneeballsystem. Wir leben in einem unendlichen Wachstumsparadigma, das ewiges Wachstum voraussetzt. Nicht nur Bernie Madoff oder dieser Stanford hatten ein Schneeballsystem. Die ganze Wirtschaft ist ein Schneeballsystem. Die ganze Weltwirtschaft kann nicht aufrechterhalten werden, da sie unendliches Wachstum benötigt. Das kollidiert allerdings mit der endlichen Energie. Erster Hauptsatz der Thermodynamik: Energie kann weder erschaffen noch zerstört werden. Zweiter Hauptsatz: Energie verwandelt sich nur in eine Richtung, von nutzbar in nicht nutzbar, das Gesetz der Entropie. Dinge lösen sich auf und bei jeder Energietransaktion geht immer etwas Energie verloren. Wir haben also begrenzte Energie und ein Finanzsystem, das unendliches Wachstum voraussetzt. Und wir sind an dem Punkt der Menschheitsgeschichte angekommen, an dem das Paradigma unendlichen Wachstums mit etwas Mächtigerem als Geld kollidiert. »2006 wusste ich, dass die Krise kurz bevorstehen und die Wirtschaft der USA einen großen Zusammenbruch erleiden würde. Ich lag mit meiner Prognose nur um ein gutes Jahr falsch. Ich habe die Krise früher erwartet, aber sie kam. Und jetzt fallen die Einzelteile auseinander. Genau wie wir, die Vertreter der Peak-Oil-Theorie und die Verfechter der Nachhaltigkeit, es geschrieben und gesagt haben. Unsere Landkarte war haargenau gezeichnet.« Nach und nach geht alles in die Brüche. Was passiert, wenn eine Regierung zusammenbricht? Post wird nicht mehr zugestellt, Fluglotsen werden nicht mehr bezahlt, also arbeiten nicht mehr, deshalb fliegen keine Flugzeuge mehr. Brücken und Autobahnen werden nicht mehr inspiziert, die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde führt keine Kontrollen mehr durch, Wartungen und Instandhaltungen fallen flach, die Polizei arbeitet nicht mehr. Es ist kein Geheimnis. Schlagzeilen verkünden es täglich. Kalifornien ist bankrott, Michigan ebenso wie Ohio. Überall werden Servicestellen dicht gemacht. Im ganzen Land sprießen Zeltstädte wie Pilze aus dem Boden, immer mehr Obdachlose. Sehr viele Milliardäre, eine sehr wohlhabende Elite steht plötzlich abgebrannt vor dem Aus. Auf der ganzen Welt brechen Volkswirtschaften zusammen und dies noch viel schneller als die USA. Großbritannien ist ein hoffnungsloser Fall. Über ganz Europa breitet sich ein Vorhang der Verzweiflung aus. In Griechenland ist eine richtiggehende Revolution im Gange. Drogenkriminalität entlang der mexikanischen Grenze, Pakistan, Afghanistan, überall herrscht Gewalt. Die Leute, die den Planeten in diese Lage gesteuert haben, verlieren jetzt die Kontrolle. Ob man mich als einen Verschwörungstheoretiker bezeichnet hat? Aber natürlich hat man das. Aber das ist keine Verschwörungstheorie, sondern Verschwörungsfakt. Vor langer Zeit, etwa 1984, hat mal jemand zu mir gesagt: Komm runter von dem Kreuz, du Arsch, wir brauchen das Holz. Ich bin kein Messias, ich bin nicht dafür zuständig, andere zu retten. Ich bin nur für mich verantwortlich. Wir beobachten jetzt das Ende eines Paradigmas, das so verheerend ist wie der Zusammenstoß der Asteroiden, der für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich war. Die Dinosaurier waren Könige ihres Paradigmas. Und ein Paradigma ist das, was man von etwas denkt, bevor man darüber nachdenkt. Wenn von Geld die Rede ist, akzeptiert man ohne groß nachzudenken, dass Zinseszinsen, Mindestreservesatz und Fiatgeld erstens in Ordnung sind und zweitens geschützt werden müssen, damit uns keine Nachteile entstehen.
Jeder hat schon mal etwas von Darwins Evolutionstheorie gehört, der zufolge Spezies, die in der Lage waren, sich an veränderte Umstände anzupassen, überlebt haben und solche, die sich als evolutionäre Sackgasse erwiesen, ausgestorben sind. Mike, sei vorsichtig, das klingt stark nach Sozialdarwinismus. Ich vertrete nicht den Sozialdarwinismus. Ich beobachte tatsächlichen Darwinismus. Wenn Sie mit ein paar Leuten zusammen campen und von einem Bär angegriffen werden, dann müssen Sie nicht schneller als der Bär sein, sondern schneller als der langsamste Camper. Ich habe ein einziges Diagramm in ungefähr 60 bis 70 Vorlesungen in 8 Ländern immer wieder verwendet. Eine Darstellung der Bevölkerungsentwicklung. Schaut man sich das Diagramm an, erkennt man, dass die Weltbevölkerung bis 1 Milliarde Menschen langsam und stabil gewachsen ist. Um Christi Geburt bis ins Mittelalter blieb die Bevölkerungszahl stabil, beziehungsweise stieg aufgrund primitiver Technologien ganz sanft an und erlitt dann durch die Pest wieder einen kleinen Einbruch. Nach der Pest, während der Renaissance, den Anfängen der industriellen Revolution und als die Dampfkraft entdeckt wurde, wuchs die Bevölkerung etwa so. Als Kohle eingeführt wurde, wuchs die Bevölkerung so. Im 19. Jahrhundert, kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert, als das Erdöl allgegenwärtig wurde, stieg die Bevölkerungszahl so stark an bis zur Marke von 6,5 Milliarden Menschen, wenn nicht gar 7 Milliarden, bis jemand dieses Interview gesehen hat. All die Menschen auf diesem Planeten existieren einzig und allein aufgrund des Öls. Es liegt auf der Hand, dass mit dem Verschwinden des Öls auch die Bevölkerung zurückgehen muss. In der gesamten Geschichte der Naturwissenschaft, der Biologie, gibt es keinen einzigen Fall einer Population, ob Bakterien in der Petrischale oder Rentiere auf einer arktischen Insel, die durch Verkettung günstiger Umstände einen Höhepunkt erreichte, ohne unmittelbar danach eine Dekadenz zu erfahren. Das ist Gesetz, so fundamental wie die Schwerkraft oder die Wärmelehre. Und genau betrachtet hat es auch für Aktien bzw. Finanzmärkte Gültigkeit. Nach einer steilen Aufwärtsbewegung kommt der unmittelbare Fall. So verläuft jede Spekulationsblase. Ich halte es für falsch, zu fragen, ob die Menschen, womit man alle Menschen zu einer Einheit erklärt, ob sie das verstehen werden. Das ist mir egal, ob alle Menschen es verstehen. Wenn Sie sich einer überwältigenden, lebensbedrohenden Krise wie dem Zusammenstoß der Titanic mit einem Eisberg gegenübersehen und Sie sich zufällig als Erster bewusst sind, dass das Schiff sinkt, es aber nicht genügend Rettungsboote gibt, Sie jedoch wissen, wie man Rettungsboote baut und Sie genau das versuchen, während das Schiff langsam untergeht, werden Sie 3 Typen von Passagieren auf der Titanic begegnen. Der erste Typ wird wie gelähmt vor Angst sein. Das Schiff getroffen, was heißt das? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was tun, wohin gehen. Eine zweite Gruppe wird sagen, wir haben es kapiert, dass das Schiff sinkt und wir sterben müssen, wenn wir nicht ein paar Rettungsboote bauen, und zwar schnell. Also zeigen Sie uns, wie es geht. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die sagt, das ist die Titanic, die ist verdammt nochmal unsinkbar. Deshalb nehmen wir jetzt in der Bar einen Drink und ihr Weltuntergangsstimmungsmacher haut endlich mal ab. Wenn Sie nun wissen, wie man Rettungsboote baut, welcher Gruppe werden Sie wohl helfen? Einiges ist bereits jetzt unumgänglich. Die Insolvenz des Einlagensicherungsfonds kommt garantiert. Die US-Notenbank wird mit Sicherheit pleite gehen. Schatzwechsel werden wertlos.
Wir sehen uns mit großen Pleiten, finanziellen Aushungerungen und Verlagerungen bereits jetzt konfrontiert. Der Zusammenbruch wird überall anders vonstatten gehen. Ich kann Sie lediglich auf bevorstehende Anzeichen hinweisen. Das Bumpy-Plateau, also Produktionsstagnation bei enormen Preisausschlägen, das Aktivisten und Forscher beschrieben hatten, ist erreicht. Die Ölpreiskurve zeigt, dass der Ölpreis stetig steigt, bis das Öl langsam auszugehen droht. Dann passiert Folgendes. Die Nachfrage wird zerstört, was derzeit durch die Krise geschieht. Durch die sinkende Nachfrage fällt der Ölpreis. Aber der anschließende Aufschwung treibt Nachfrage und Ölpreis wieder nach oben, bis die hohen Energiepreise und der begrenzte Ölvorrat erneut alles zum Erliegen bringen. Das ist das Bumpy-Plateau. Ich halte es für ziemlich sicher, dass der tödliche Schlag gegen die industrialisierte Zivilisation dann geschieht, wenn der Ölpreis wieder in die Höhe schießt, das Öl unbezahlbar wird und alles lahmgelegt wird. Der Kollaps muss schnell geschehen, damit die Infrastruktur erhalten bleibt. Wir wissen alle, worum es geht. Kanalisation, Brücken, Straßen und so weiter. Das Problem ist, je länger die Wirtschaftskrise andauert oder je stärker sie beschleunigt, desto mehr verfällt die Infrastruktur. Es werden weder Gelder noch Möglichkeiten da sein, sie zu reparieren. Deshalb muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Das alte Denkmuster verlassen werden, solange die Infrastruktur noch steht, um etwas Neues aufzubauen. Wir müssen die Übergangsphase der Zivilisation überleben, die meinen Erwartungen nach 20 Jahre, das wäre allerdings extrem schnell und heftig, bis 50 oder 100 Jahre dauern könnte, bevor eine neue, stabile Zivilisation in Erscheinung tritt. Diese Übergangsphase muss man überleben, also bloß keine Panik, nicht ausrasten, Hirnkasten einschalten und die Situation vor Ort, wo man lebt, analysieren. Keine Sorge wegen einer neuen Kanalisation, ein paar Jahre lang bekommt man auf jeden Fall irgendwoher Wasser. Die Leute sagen, entweder es gibt Öl oder es gibt keines, entweder es gibt Lebensmittel oder nicht. Oder sie sagen, am Dienstag gibt es noch etwas im Supermarkt und dann war's das. Aber so wird es nicht sein. Wenn alles zusammenbricht, werden bestimmte Engpässe in bestimmten Gegenden für eine Dauer von einigen Tagen auftreten, bevor der Punkt, an dem es nichts mehr gibt, erreicht ist. Man muss sich also nicht auf das Endergebnis vorbereiten, sondern auf das Überleben der Übergangsphase. Wer dann sagt, okay, ich haue ab, baue mir eine Hütte und kaufe 10 Millionen Dosen gebackene Bohnen, der ist wahrscheinlich der Erste, der stirbt. Das ist einfach zu spät. Wenn man nicht weiß, wie man sich auf dem Land ernährt oder noch gar nicht dort lebt, braucht man es überhaupt nicht erst zu versuchen, denn man wird kläglich scheitern. Womöglich wird man von denen erschossen, die schon da sind. Was Sie hier aber völlig außer Acht lassen, ist die Erfindungsgabe der Menschen und ihre Fähigkeit, Probleme zu lösen. Da mein Vater Air Force-Pilot war, ein Kriegsveteran, war er ziemlich geübt, im militärischen Sinne zu entscheiden und zu analysieren, wenn es um Leben und Tod ging. Er war trainiert, im Notfall kritisch zu denken und zu handeln. Deshalb wurde meine Fähigkeit, kritisch zu denken, sehr früh geschult. Und vielleicht bin ich auch talentiert. Manche Menschen haben das Talent, kritisch zu denken. Meine eigenen Erfahrungen als Cop in Los Angeles, Stadtviertel South Central, zeigten mir, dass schnelle Entscheidungen manchmal das Leben von Menschen verändern konnten oder auch ein Menschenleben beenden. Und ich erlangte dadurch die Fähigkeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Wahrscheinlich war das größte Hindernis, um kritisch zu denken, das ich aber schon längst über Bord geworfen habe, das Ernstnehmen von Massenmedien. Nochmal zum Einfallsreichtum.
Weder Technologie noch Einfallsreichtum können wohl je die Gesetze der Physik, die diesen Planeten bestimmen, kippen. Sie sind unbeugsam, unveränderlich, real. Und die Wissenschaft war nie dazu in der Lage. Die größte Arroganz des Menschen, wofür er jetzt den Preis bezahlt, war zu glauben, dass er sich in Gott verwandeln und irgendwie die Gesetze des Universums kippen und aufheben könnte. Ich bin ein großer Verfechter für den Kauf und Besitz von Gold. Nur physisches Gold, kein Papiergold. Wenn nach einer Deflation eine Hyperinflation auftritt, all die Billionen von Dollar wieder zurückkommen und wir Unmengen von 1000-Dollar-Noten brauchen, um einen Laib Brot zu kaufen, wird das einzig akzeptierte Zahlungsmittel Gold sein. Isolieren Sie möglichst Ihr Haus, wenn Sie eines besitzen. Wenn Sie Ackerland haben, verwenden Sie keine petrochemischen Dünger mehr, sondern lernen Sie, den Boden sich regenerieren zu lassen. Ich gebe in den Garten, wo ich zur Miete wohne, Grillkohlen und Holzasche und uriniere über alles darüber. So erhält man die Grundelemente von Ammoniumnitrat, das den Boden wieder regeneriert. Wenn Sie nur ein Handy haben, besorgen Sie sich einen Festnetzanschluss. Die Telekom-Gesellschaften, die Satelliten, Handymasten, Fiberoptikkabel und alles, was für ein funktionierendes Handy nötig ist, betreiben, schrauben Wartungen zurück, wenn der Aktienmarkt kollabiert, sodass der Handybetrieb gestört sein wird. Ein zusätzliches Festnetz kann hilfreich sein. Besorgen Sie sich Bücher über Erste Hilfe und ganzheitliche Medizin. Zügeln Sie Ihren Wasserbedarf und machen Sie sinnvolle Vorratshaltung. Nicht nur Lebensmittel, Samen müssen Sie lagern. Aber keine Gensamen von Monsanto, die sich dank Terminator-Technologie nur für eine einmalige Aussaat eignen und dann nachgekauft werden müssen. Kaufen Sie guten organischen Samen zum Lagern. Das könnte in Zukunft ein großartiges Zahlungsmittel sein. Wir haben es mit einem ganz anderen Szenario zu tun als bei der Weltwirtschaftskrise. Wir haben weder unendliche Rohstoffquellen noch viel Land. Wir haben bereits bei allen Rohstoffen und sonstigem das Maximum erreicht. In den 1930er Jahren war man, wie meine Großeltern erzählten, noch in der Lage, direkt vor der Haustür Lebensmittel anzupflanzen. Der Lebensmittelanbau vor Ort ist für die Menschen womöglich der Schlüssel zum Überleben, wenn die industrielle Zivilisation zusammenbricht. Wir haben bereits erlebt, was bei Ölknappheit passiert, wie die Zivilisationen reagieren und was funktioniert und was nicht. Beim Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 waren zwei Nationen völlig abhängig vom sowjetischen Öl, da sie kein eigenes haben, Kuba und Nordkorea. Beide Länder reagierten auf den Zusammenbruch völlig konträr. Probieren ging sozusagen über Studieren. Nordkorea war ein rigides, hierarchisches, bürokratisches Regime nach sowjetischem Vorbild mit allmächtiger Zentralregierung, die alles bestimmt hat, und Nordkorea hat gehungert. Aus menschlicher Sicht war das Leid immens. Urplötzlich gab es kein Erdöl oder Erdgas mehr, keinen Dünger, Autos und Züge fuhren nicht mehr. Man konnte entweder Züge fahren lassen oder Strom für etwas anderes generieren, aber nicht beides zur gleichen Zeit. Die kubanische Regierung kehrte zu einer der reinsten Formen des Kapitalismus zurück. Sie sagte, alle sollen den Boden bestellen und Nahrungsmittel vor Ort anpflanzen. Wenn jemand ungenutztes landwirtschaftlich nutzbares Land entdeckt, solle er es besetzen, bewirtschaften und sofort mit dem Anbau von Lebensmitteln beginnen. Die kubanische Regierung unternahm alles, um den lokalen Lebensmittelanbau zu liberalisieren. Und nach einer sehr harten Periode aßen die Kubaner besser denn je zuvor, weil sie von dem ganzen Agrarbusiness und dem Albtraum von Frankenstein-Lebensmitteln befreit waren. Alles war biologisch. Und auf jedem Quadratzentimeter Erde in Havanna, auf Dächern, in Blumenkästen, wuchsen Nahrungsmittel. Es wurde eine gewisse Nachhaltigkeit erreicht. Alles war biologisch. Man musste die Menschen nur vom monetären System und der hierarchischen Kontrolle trennen und ihnen erklären, dass sie dort anbauen sollten, wo sie konsumierten. Dann schafften sie es.
Kuba hat überlebt, ist aufgeblüht. Das ist die Quintessenz dessen, wohin sich alles in einem neuen Denkmuster richten wird. Alles wird lokal. Jack London war einer meiner Lieblingsautoren. Er hat viel über Tiere geschrieben. Es ist bekannt, dass sich Tiere zum Sterben nach Hause zurückziehen. Sie wollen bei ihrer Herde oder ihrem Rudel sein. Sie suchen vertrauten Boden. Das ist ein natürlicher Tierinstinkt. In Dubai schlug die Wirtschaftskrise so heftig zu, dass viele Inder, die dort lebten und arbeiteten, ihre Jobs verloren haben. Sie fuhren zum Flughafen und ließen dort einfach ihre Autos zurück. Es wurde berichtet, dass sie unzählige Autos zurückließen und nur mit einem One-Way-Ticket nach Hause flogen. In Großbritannien geschieht dasselbe mit Polen und anderen Osteuropäern. Sie verlassen Großbritannien und kehren nach Hause zurück. Auch in den USA, vor allem in Südkalifornien mit seinen 13 bis 14 Millionen Einwohnern und nur für 4 Tage Nahrungsmittelvorrat, werden die Menschen die nicht zukunftsfähigen Gegenden verlassen. Unser Wasser kommt aus Nordkalifornien, nicht unproblematisch. Der Hauptstromlieferant ist der Hoover-Staudamm bei Las Vegas. Die Bewohner von Phoenix ebenso wie von Las Vegas müssen sich überlegen, wo sie hingehen sollen, und nur die Gemeinschaft kann uns retten. Man wird sich mit Nachbarn, Familie und den unmittelbar nächsten Menschen zusammentun müssen. Als Individuum wird man scheitern, nur als Stammes- oder Familienmitglied wird man überleben. Das bewegt mich alles wirklich sehr. Wir haben so lange gewartet, bis uns endlich jemand zugehört hat. Wenn Mainstream-Presse und Regierung behaupten, dass das nicht vorhersehbar war, dann ist es eine ganz unverschämte Lüge. Wir haben alle ganz genau gesehen, was passieren würde und wie es passieren würde, bemerkenswerterweise sogar wann. Ausmaß und Geschwindigkeit des Zusammenbruchs hat niemand von uns erwartet, aber wir haben jahrelang geschrien und zugeschaut, wie jede einzelne Vorhersage von uns eintrat. Wir waren wirklich wütend. Meine emotionale Bindung dazu habe ich noch nicht verloren. Aber im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, den Horror auszugleichen. Mit Liebe, Spiel und Leute zum Lächeln bringen. Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, zähle ich, wie oft wir während des Spaziergangs ein Lächeln auslösen konnten. Wir spazieren durch Culver City und zu Hause sage ich mir dann, heute haben wir in 23 Gesichter ein Lächeln gezaubert. Aus irgendeinem Grund bereitet mir das zurzeit großes Vergnügen. Die amerikanische Psychiaterin Elizabeth Kübler-Ross beschrieb 5 Trauerphasen, wenn man mit einer überwältigenden, lebensverändernden Situation konfrontiert wird. Die erste ist das Nicht-Wahrhaben-Wollen. Das kann nicht sein, das ist nicht wahr, nein, das darf nicht wahr sein. Man verharrt im Leugnen und kämpft ums Nicht-Wahrhaben-Wollen. Dann kommt der Zorn. Ich glaube, dass die Menschheit die Schwelle zur Zornphase gerade eben erst überschritten hat.
Wir müssen die Zornphase überstehen. Wie wir sie allerdings überstehen werden, wird kritisch. Durch die gegenwärtige Regierung und die monetären Regeln, denen wir unterliegen, wird nur ein destruktiver Zorn hervorgerufen. Aus einer vollkommenen Frustration und Verbitterung heraus, dass wir uns durch nichts, das uns als Lösung verkauft wird, auch nur einen Deut besser fühlen werden. Dann kommt die Phase des Verhandelns. Verhandeln findet im Grunde auch schon statt. Vielleicht hätte ich etwas anders machen können, vielleicht hätte ich daran denken sollen, vielleicht ändert sich doch nichts, wenn ich das jetzt mache. Hat man die Phase des Verhandelns durchlebt, kommt die Depression, das Bewusstwerden. All diese emotionalen Stadien werden durchlaufen, sowohl von Individuen als auch von Kulturen oder Zivilisationen. Das letzte Stadium ist die Zustimmung. Und erst wenn die Menschen die Phase der Zustimmung erreicht haben, dann sind unter ihnen solche, die auf der Titanic sagen würden, okay, zeigt mir, wie man ein Rettungsboot baut. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Es gibt Berichte, die ihre Argumente und ihre Weltsicht unterstützen. Es gibt aber auch Autoren, die das nicht tun. Wäre es möglich, eine Realität zu schaffen, die ihrer Weltsicht entspricht, indem man nur die passenden Meldungen heraussucht? Ich diskutiere nicht mehr. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Ich brauche es nicht mehr. Irgendwann muss man einfach mal merken, dass das, worüber ich immer geschrieben und gesprochen habe, aktuell überall um uns herum passiert. Also, was gibt es da noch zu diskutieren? Warum müssen Peak Oil und Nachhaltigkeitsbewegungen überhaupt noch irgendetwas diskutieren? Alles, was wir vorhergesagt haben, passiert in diesem Moment. Alle Aspekte menschlicher Existenz liegen offen auf dem Tisch. Sämtliche Parteien sind nicht mehr zeitgemäß. Sie alle sind Produkte vergangener Jahrhunderte. Die Menschheit braucht sich nicht mehr um Ideologien zu sorgen, nur noch darum, wie sie überlebt. Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus sind alles Begriffe, die direkt in die Tonne getreten werden können, da sie alle basierend auf der Annahme unendlicher Ressourcen entstanden. Nicht eine einzige dieser Ideologien, die nichts als tote Dinosaurier, archaische Fossilien und deshalb irrelevant für unsere Lebensform sind, berücksichtigen, dass Wachstum, Ressourcen und Planet im Gleichgewicht sein müssen. Vergessen Sie die Vorstellung, haben zu können, so viel Sie wollen. Solange die Menschen nicht akzeptieren, dass Ressourcen dieses Planeten begrenzt sind und dass auf dem Planeten ein Gleichgewicht zwischen Ressourcen, Tierwelt und allen Lebewesen herrschen muss, kann es kein Glück geben. Wir brauchen wieder Gleichgewicht. Und wessen Idee war denn das eigentlich mit dem Wachstum? Nichts wächst ewig. Unendliches Wachstum gibt es nicht. Unmöglich. Schauen Sie sich doch das Leben um Sie herum an. Dann erkennen Sie den Zyklus. Geburt, Wachstum, Reife, Verfall und Tod. Die Menschheit steht nun vor der Herausforderung, sich weiterzuentwickeln oder sie geht unter. Gott ist das egal, er ist nicht unser Babysitter. Entweder sie werden erwachsen und ändern ihre Meinung und Ansichten oder sie gehen unter. Alles liegt jetzt offen auf dem Tisch. Gott, sämtliche Religionen der Welt. Alles wird jetzt nach dem Standard beurteilt, ob etwas Realität ist oder ob die Religion das sagt. Alle Religionen der Welt werden unter die Lupe genommen. Das wird die entwicklungsstärkste Epoche menschlichen Denkens überhaupt. Man muss seiner Angst entgegengehen, sie akzeptieren, nicht ihr ausweichen. Das gehört zum Menschsein, zum spirituellen Wesen dazu, die Angst und die Liebe zu umschließen und nicht davonzulaufen. Das ist Lebenserfahrung. Und in diesem Reichtum finden wir meiner Meinung nach die schönste Kunst, die schönste Musik, die Schönheit der menschlichen Seele. Und dieser ganze Reichtum ist unter einem Haufen Mist begraben. Keith.
Können Sie über Ihren Glauben reden? Sie sprechen viel von Religion. Wie definieren Sie Ihre Spiritualität? Ich zitiere den heiligen Timotheus, und ich halte es für wahr, wenn er sagt, dass die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels ist. Das ist das Ergebnis meiner geistig-intellektuellen Suche. Es ist die fundamentale Wahrheit, die ich in 3 Jahrzehnten empirischer, investigativer, rechtlicher, akademischer Recherchen nachgewiesen habe, beim Versuch, einige elementare Fragen über die menschliche Existenz, über menschliches Verhalten, Denken und Handeln zu beantworten. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen. Und genau diese Liebe zum Geld hat das Potenzial, die gesamte Menschheit auszurotten und zu vernichten. Gut, jetzt haben wir also diesen liebenswerten, aufrichtigen Kerl im Weißen Haus. Der aber genauso gefangen ist, wie wir alle. Ich brauche eine Pause. Mich überkommt gerade eine mächtige Welle der Emotionen, weil sich mir gerade eine ganz neue Sicht dessen, was ich sage, auftut. Und das ist ein ganz schöner Bockmist. Das muss ich erst einmal begreifen, verdammt. Fuck. Ich bin soweit. Er ist ein Gefangener der Regierung, der Politik, der Wirtschaft, der US-Notenbank in New York. Er ist ein Gefangener eines archaischen Regierungssystems, das nicht schnell reagieren kann. Wir sollten also nicht den Erfolg oder Misserfolg der menschlichen Zivilisation auf seinen Schultern ruhen lassen. Das Einzige in der Welt, das Sie und ich eventuell ändern können, um uns eine Überlebenschance und unseren Kindern ein menschliches, zivilisiertes Leben zu ermöglichen, ist unsere Einstellung. Man muss glauben, nicht wünschen, hoffen, beten oder flehen. Man muss an einen Ausweg glauben, dann findet man ihn auch. Der vielleicht großartigste Charakterzug der Amerikaner ist die Fähigkeit, wenn sie wütend sind, sich auf etwas zu konzentrieren und zu erkennen, was getan werden muss und daran glauben, etwas verändern zu können. Ich habe vor, den Rest meines Lebens fröhlich und glücklich zu leben, als freier Mann. Blödsinn. Wie kann man überhaupt behaupten, es gäbe keine Hoffnung? Man muss nur seine Meinung ändern, sehen, was wir sehen und nicht mehr denken wie Dinosaurier. Wollen Sie Ihre Arbeit also einfach ungeachtet der möglichen Konsequenzen fortführen? Es wäre doch einfacher, davor wegzulaufen. Wenn es einen Deutschen gegeben hätte, der 1932-33 das unvermeidliche Endresultat des Dritten Reichs vorhergesehen hätte. Wenn das jemand hätte kommen sehen, glauben Sie ernsthaft, dass er sich guten Gewissens hätte umdrehen und weggehen können, es einfach ignorieren? Wenn er jeden einzelnen Tag von Hitlers Ernennung zum Kanzler 1933 über die Reichskristallnacht, die Nacht der langen Messer, über den Anschluss bis zur Besetzung Österreichs, des Sudetenlands und Polens, wenn er all die Ereignisse, die sich auf der Landkarte niederschlugen, vorhergesehen hätte, wie hätte er sich dann wohl gefühlt? Glauben Sie, er hätte davor weglaufen können? Wir alle sind kollektiv als Spezies für die vielleicht größte vermeidbare Massenvernichtung der Geschichte auf dem Planeten Erde verantwortlich, unseren eigenen Selbstmord. Wie kann man davor weglaufen? Wie kann man da ruhig schlafen? Wer kann sich...
Wie können Sie sich anmaßen zu sagen, dass es einfacher wäre, wegzulaufen? Sie stecken nicht in meiner Haut. Für mich war es nie einfacher, wegzulaufen. Denn weglaufen würde bedeuten, sich selbst untreu werden. Weglaufen bedeutet Verrat. Ich bin immer noch derselbe, der vor 30 Jahren als Bürger an seine Regierung herantrat mit der Bitte, die Missstände zu beseitigen. Ich habe die CIA beim Drogendealen erwischt. Das ist Unrecht. Jemand muss das ansprechen. Und ich bin immer noch derselbe. Ich bin immer noch der 27-jährige, kurz vor der Beförderung stehende, tadellose, eifrige und saubere Polizist des Los Angeles Police Department. Der steckt immer noch in mir. Und er hätte gern ein paar Antworten. Es gibt eine Sage oder Fabel, die mein Leben betrifft, die vom 100. Affen. Vor langer Zeit, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, als oberirdische Atom- und Wasserstoffbombentests in Mode kamen, warfen wir eine Atombombe über einem Atoll im Pazifik ab. Dann warteten wir einige Jahre, weil wir wissen wollten, wie lange es wohl dauern würde, bis es nach einem atomaren Angriff wieder Leben gäbe. Dann hat man also beschlossen, die Insel mit Affen zu bevölkern. Und diese Affen aßen Kokosnüsse. Alles war ganz gesund, bis auf die Tatsache, dass die Schalen der Kokosnüsse leicht radioaktiv waren. Dann haben Wissenschaftler etwa 10 Affen beigebracht, die Kokosnüsse in frischem Flusswasser auf der Insel zu waschen, bevor sie sie aufknackten. Dann ließ man der Sache freien Lauf, um zu sehen, was passieren würde. Und schon bald konnten 12 Affen der gesamten Population von 10.000 ihre Nüsse waschen. Dann 20, dann 47. Dann geschah etwas Komisches. Als der 100. Affe seine Kokosnussschalen waschen konnte, fingen plötzlich alle 10.000 gleichzeitig damit an. Ich glaube, ich habe mein Leben, zumindest spätestens seit ich das Problem Ende 2001 verstanden hatte, immer als eines gesehen, als die Suche nach dem 100. Affen.